Spiel 3. Oh, mein Junge, finde ich schön, dass du mit mir immer bist. Das ist für mich, das ist meine Westentasche, ist das hier. Schön am Meer, bisschen Salz in der Luft. Ne? Ich bin in der Muschel großgezogen worden. Das ist bei mir zu Hause. Was soll hier schon passieren, großartig? Hier am Wannsee. Bitte? Es ist der Wannsee. Das hat nichts mit seinem Wasser zu tun. Du bist ja auch nicht groß geworden. Technisch ist das der Wannsee, aber es ist natürlich, gibt immer ein bisschen Zulauf. Ne? Immer ein bisschen Salz noch reingespült von der Nordsee. Ne? Immer so ein, zwei Aale rutschen hier schon mal durch den Kanal. Hierher. Ne? Das ist mein Zuhause, verstehst du? Ja. Also, was ist die Aufgabe? Was sollen wir jetzt machen? Entschuldigung. Karriere Umlauf, da kommt ein Boot. Ein Boot mit einer roten 7 drauf. Komm mal ran hier. Komm, schmeiß mal das Tau rüber. Ich mach dich mal fest hier am Poller. Ist das die Aufgabe? Nehme ich mal an, ne? Bestanden, würde ich sagen. Glückwunsch, hast du gut gemacht. Wir haben das Handy gerettet. Hallo, Joko und Klaas. Willkommen am Wannsee. Für viele Berliner ein Ort, um sich vom Großstadttrubel zu erholen. Für euch nur ein weiterer Ort der sicheren Niederlage. Seid so gut und dreht eure Wasserköpfe einmal um 180 Grad. Wasserski. Ein Paar Ski, ein Boot, 50 Stundenkilometer. Dazu eine Rampe 2 Meter hoch, 8 Meter lang. Einer fährt, einer springt. Die Aufgabe ist geschafft, wenn sich einer von euch überwindet, auf Wasserskiern über die Schanze zu springen und sich nicht alle Knochen bricht. Ihr habt genau eine Stunde Zeit. Viel Glück, euer Herr Pro7. Alles nicht gut. Ja, aber das kriegst du doch geregelt. Wieso krieg ich das geregelt? Du bist ein alter Skifahrer. Können wir mal ganz kurz darüber reden, wer was macht? Ja, du musst jetzt nicht sagen, ich fahr Ski. Du bist ja immer in den Bergen zum Erholen. Du kennst dich aus mit Skiern. Ich bin hier von der Küste, ich kann viel besser Boot fahren. Ja. Ich fahre seit einem Jahr Ski und ich halte es für einen großen Unterschied, ob man im Schnee ist oder auf dem See ist. Ich will jetzt hier auch gar nicht großartig die Aufgaben zuweisen. Ich will halt klar machen, dass ich Boot fahre. Ich werde es nicht packen. Ja, du kannst doch nicht Boot fahren. Du kannst ja kaum Auto fahren. Dann kürzen wir das hier einfach ab und ich fahre Boot. Ja, aber soll ich jetzt hier ausbreiten, wie du mit motorisiertem Gerät unterwegs bist? Ich fahre Boot und dann hat sich das erledigt. Nee, ich fahre Boot. Nie. Ich fahre Boot. Nein. Joko, was soll diese Kacke? Schnick, schnack, schnuck. Ja, schnick, schnack, schnuck. So, hier, schnipp, schnapp, schnupp. Ja, habe ich gewonnen. Schnipp, schnapp, Schniedel ab. Du fährst mit dem Wasserski, ich fahre mit dem Boot. Komm, Champion, hier, zieh deinen Neoprenanzug an. Warum soll ich denn auch einen anziehen? Brauche ich einen Neoprenanzug auf dem Boot oder was? Wer weiß. Die Rampe ist kleiner als ich. Geht gar nicht. Doch, die ist 1,50. Die ist auch gar nicht so breit, ne? Das ist relativ schwer, die zu treffen. Wir werden dann kurz davor, wirkt dann die Rampe so wie 2,50 Meter, 3 Meter. Also das ist dann schon ein Feeling vor der Rampe. Da scheiße ich mir doch in die Hose. Ja, das tut dir, wirklich. Aber was ist denn, wenn ich dann kurz vorher den Schwanz einziehen will? Das geht ja also gar nicht. Also kurz vorher sollst du nicht machen, weil auf keinen Fall die Hand loslassen. Das nicht machen. Und auch nicht zu spät, wenn du merkst, es geht gar nicht. Dann sollst du dich schon früh genug entscheiden. Dann fährst du links oder rechts vorbei. Ja, die Sache ist schon ziemlich heftig. Also ihr müsst wissen, das Boot hat richtig Power, 343 PS. Dann bist du 80 km/h schnell fahren. Moment. Ja, ich sage, das ist eine heftige Nummer hier. Ich kann euch einmal ein bisschen Gefühl für die Geschwindigkeit zeigen. Okay, und so würden wir dann auch starten. Langsamer geht's nicht. Was kann denn passieren? Die Stürze, die können schon heftig sein. Ihr seid ja 40 km/h schnell. Ihr könnt aufs Wasser aufprallen. Ihr könnt einen Salto machen, mit dem Knie schlagen, Kopf im Wasser landen. Es kann alles passieren. Wenn ihr jetzt gute Skiläufer seid, zum Beispiel, ist ein Vorteil. Hör doch jetzt mal, Klaas, bitte ernsthaft. Ich bin kein guter Skifahrer. Ja, ich stand letztes Jahr das erste Mal auf einem Ski. Es ist totaler Quatsch. Ja, aber letztes Jahr. Also immerhin. Gut. War schön, euch kennengelernt zu haben. Wasser schon, Junge. Ich geh jetzt hier gleich auf den Dings. Ich weiß, wie man fährt. Cool, Kumpel. Läuft alles. Danke, Kumpel. So, auf einmal die Hantel für dich. Schön festhalten.
Aber mach easy, Alter, ne? Ja. Ich hab das noch nie gemacht, geh bitte ein bisschen weg von dem Boot, ich hab Angst. Oh, sag mal. Ey, wie soll ich das Ding denn halten? Wie soll ich den denn halten? Ist das kacke? Mehr. Okay. Alter, ist das scheiße! Na, war super schon. Ed? Du musst da ein bisschen mehr Gefühl haben. Tut mir leid. Ganz klar, mein Fehler. Das ist nervig. Ja, du musst das auch festhalten, sonst kann ich da auch nichts machen. Ich hab das gehalten. Ja, gut, Zeit läuft, ne? Sehr gut. Super, Buschi. Ich will aus dem Wasser starten, ja, ich muss jetzt nicht nochmal anlanden. Was war jetzt? War anstrengend oder was? Nein, du musst doch mal ein bisschen dein Gehirn anschalten. Es bringt doch nichts, wenn du auf 180 beschleunigst und ich die Kurve nicht kriegen kann. Mach doch mal ein bisschen Verstand an diesem Spiel. Nein, das ist zu anstrengend, wenn ich nicht schnell genug bin. Digga, es ist mir scheißegal, ich bin im Wasser, Mann. Ja, jetzt nimm das, guck mal, hier schwimmt irgendwo das Seil. Ja, bring es mir, Gottverdammt. Ein Gezeter, ey. Keine, ne? Ey, ich kann doch nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich nichts habe. Mir ist der Sprung fast egal. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich in der Luft merke, oh, Wheelchair for life. Wir haben das gewonnen, ne? Hör mal auf jetzt. Ich habe extrem gute Laune. Ich habe es geschafft. Wenn auch, es sah ultra scheiße aus. Aber es ist total egal. Alles sehr gut. Und ich habe das gemacht. Für uns. Ich bin auch sehr gut mit dem Boot gefahren. Du bist sehr gut Boot gefahren. Ja. Danke, Klaus. Ja. Ich hätte mit niemandem anderen darüber fahren wollen. Ja. Außer vielleicht mit jemandem, der es kann. Lass mich einfach zurück hier. Ja. Gut, ja, dann fahren wir nach Hause, ne?